just take girls that aren't me. Hey Leute, hier sind Robner und ich bin von den Two Epic Buddies und heute gibt's eine neue Folge Nuklear mit jeder Waffe. Das fünftletzte Mal jetzt, das heißt, wir haben jetzt die HAMR dabei. Fehlen nur mehr 4 Waffen. Wir haben heute auch den Teaser dabei, der gestern rauskam. Wir werden den rechts oben im Eck einblenden und laufen lassen und ein bisschen drüber reden. Und ja, zum Gameplay gibt's nichts Besonderes. Ist halt eine LMG, also nicht so schwierig zu spielen. Und ich würde sagen, ich starte gleich mal mit dem Teaser. Genau, gestern kam nämlich unerwartet ein neuer Teaser zu Call of Duty Black Ops 3 raus. Und bei dem Teaser, ihr seht ihn ja rechts oben, ging es im Prinzip darum, wie man den menschlichen Körper verbessern kann mit Implantaten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da hat man einen Haufen Zeug gesehen, auch zum Beispiel so Gehirnimplantate, was dann auch wieder mit der Story zu Black Ops 3, was wir letztens schon angesprochen haben, zusammenhängen könnte, wo es ja quasi um diese Gedankenmanipulation ging. Und ja, es ging um Prothesen, Fußprothesen, Handprothesen, alles Mögliche halt. Und was eigentlich wieder dafür eine Bestätigung ist, für die Leaks, was wir euch vor ein paar Wochen schon mal mitgeteilt haben, ja, dass es einfach darum gehen wird, dass der Mensch quasi in Black Ops 3, also der Spieler quasi so eine Art Cyborg sein wird, also ein Mensch, der quasi aus Maschinen besteht, also aus Maschinenteilen. Und ja. Ja, das Ding ist, sie haben da einfach mal eine Timeline aufgestellt von 1993 bis, glaube ich, 2065. Die Entwicklung des Menschen mit Hilfe der Technologie, da haben sie zum Beispiel am Anfang dabei, dass die Sportler noch dopen, ganz normal mit Medikamenten, später dann aber zum Beispiel mit kompletten Fußprothesen schneller laufen wie der eigentliche Mensch und die dann die Olympischen Spiele gewinnen. Oder zum Beispiel ein Basketballspieler hat irgendwelche Kontaktlinsen drinnen, die ihm einfach alles sehen lassen und lauter solche Sachen. Dann haben sie auch noch, wie Benny schon gesagt hat, mit dem Gehirnchip da was, damit sie die Gedanken übertragen können zu einem anderen Menschen und wissen, genau, was die denken. Also das ist so ein Ding, was ich mir geil vorstelle. Es wird zwar nicht in Realität wahrscheinlich so auf uns zukommen, aber in COD gibt es da, wenn die wirklich sowas machen, also generell die ganzen Möglichkeiten nutzen mit der Technologie im Menschen, gibt es glaube ich viele Sachen, die man neu machen könnte im neuen COD. Vor allem mit dann zum Beispiel den Fußprothesen, was man da zum Beispiel als Perks oder so einbauen könnte, was die dann zusätzlich können oder was weiß ich. Das Leichtgewicht wäre das ja. Das wäre eigentlich echt eine geile Idee, so irgendwie zum die Beispiel. Perks quasi als so ja, menschliche Ersatzteile dann quasi einführen. Also wie gesagt, wenn man Leichtgewicht dabei hat, hat man halt keine menschlichen Beine mehr, sondern so per Fußprothesen einfach und dann ist man schneller. Wäre eigentlich echt eine krasse Idee. Auf das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Irgendwie war Sherlock kommt. Okay. Wie immer in letzter Zeit Two Epic Sherlocks kommt. Okay. Einfach nur. Naja, es ist halt so ein Ding. Es ist geil, dass die jetzt gerade wieder einen Teaser rausgebracht haben, aber es war einfach sowas von unerwartet, weil ihr wisst ja, am Sonntag kommt der offizielle Reveal und da wird wirklich enthüllt meistens der Singleplayer und da sieht man dann auch Gameplay und so. Also darauf können wir richtig gespannt sein, da müsst ihr unbedingt bei dem Call of Duty Kanal wahrscheinlich vorbeischauen, da wird das Ganze hochgeladen. Wir wissen selber ja noch nicht wo genau, also ich bin mal gespannt, was da von zukommt. Was kam eigentlich noch so im Trailer vor? Genau, ganz am Schluss kam noch ein Soldat, der komplett wirklich alles mit Prothesen hatte, eine Handprothese, Beinprothesen, der hatte nur mal den Körper und den Kopf und war dann sozusagen ein Supersoldat und hat rumgeschossen und hat den Kameramann in Anführungszeichen da auch dann niedergeschossen oder was weiß ich. Und ja, das ist so ein Ding, das wahrscheinlich auch in Black Ops 3 wirklich im Singleplayer und Multiplayer kommen wird, weil man ja das Boxart geleakt hat, da sieht man den Soldaten, der so Prothesen an den Armen hat, wahrscheinlich hatte er die auch an den Beinen und ja, ich glaube, das wird was Wichtiges spielen, also es ist eine wichtige Rolle in Black Ops 3 auf jeden Fall. Genau, das war im Prinzip auch genau das, was wir damals schon, wie dieses Boxart geleakt wurde, angesprochen haben, dass das kein Exoskelett ist, sondern wirklich so eine Art Cyborg, dass das einfach Maschinenteile sind, die die menschlichen Körperteile ersetzen. Und irgendwie, ich meine, wir haben ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon mal was geleakt und es passt alles irgendwie zusammen. Und man wird wahrscheinlich auch in Zukunft wieder hoffentlich neue Informationen bekommen, die wahrscheinlich auch wieder mit den Sachen, die wir schon geleakt haben, zusammenhängen werden. Also ich glaube, wir waren nicht mal so schlecht dran mit den Sachen, was wir rausgehauen haben. Und ich glaube, am Sonntag wird man dann wirklich mehr erfahren, auch zum Singleplayer, zum Movement. Ich glaube, man wird wirklich auch die ersten Movement-Szenen sehen von Call of Duty Black Ops 3 und dann wissen wir wirklich genau, auf was wir uns einstellen können in Black Ops 3
Und ja, was sonst interessant noch? War, dass in dem Teaser da das Militär die Superwaffen hatte und die Menschheit komplett zurückgebildet, weil das Militär war einfach mehrere Jahrzehnte voraus in Sachen Technologie. Und vielleicht spielt das dann auch im Singleplayer eine Rolle, dass dann einfach das Militär richtig eine Supermacht wird und alles kontrollieren möchte und sich die Menschheit da irgendwie dagegen wehren möchte. Man weiß es nicht und da vielleicht auch irgendwas dagegen macht. Weil da gab es einen Whistleblower, so wie Edward Snowden als Beispiel, der einfach das aufgedeckt hat vom Militär in dem Teaser. Und ja, dann ist halt die Menschheit empört, wenn sowas kommt, dass die einfach Lichtjahre voraus sind und, keine Ahnung, Supersoldaten haben und eigentlich alles dominieren könnten damit. Genau, und speziell angesprochen wurden zum Beispiel auch so Sachen wie, dass ja im Krieg immer die Menschen quasi verletzt werden und dass man einfach das Ganze umgehen möchte, beziehungsweise nicht umgehen, sondern Abhilfe soll aber einfach schaffen, dass man keine menschlichen Teile mehr als Soldaten verwendet, sondern wirklich, ja, Maschinenteile, die man dann einfach leicht ersetzen kann und somit ist man die dominierende Macht, die einfach kaum jemand noch aufhalten kann. Und ja. Ja, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen zum Teaser. In 2 Tagen wissen wir dann wirklich endlich, wie das Gameplay aussieht. Ich bin da wirklich sowas von gespannt drauf. Ich glaube, Treyarch wird uns nicht enttäuschen. Auf jeden Fall nicht, glaube ich. Und ja, im Gameplay war es das auch schon, die Nuklear ist schon erreicht. Ich sterbe da dann jetzt zum 2. Mal schon und ja. Oh, haben wir sonst noch was? Nee, ich glaube, das war's. Wir können uns auf jeden Fall auf Sonntag schon mal freuen. Ich hoffe, wir haben euch wieder am Laufenden gehalten jetzt mit den ganzen Informationen, mit dem neuen Teaser. Und ja, Like-Button abspritzen nicht vergessen, wie immer. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.